Materieller und ideeller Schadensersatz im Persönlichkeitsrecht, wo sind denn da die Unterschiede? Das klären wir mal in diesem Video. Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Ja, heute wollen wir mal ein interessantes, eher vielleicht ein bisschen dogmatischeres Thema uns anschauen, zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, Presserecht im weiteren Sinne, nämlich den Unterschied zwischen dem materiellen und dem ideellen Schadensersatzanspruch im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Worin liegt der begründet? Wo sind da die Unterschiede? Was sind das für unterschiedliche Aspekte, die dort geltend gemacht werden können? Ja, da gibt es eine Besonderheit im Persönlichkeitsrecht. Es gibt nämlich einmal den Geldentschädigungsanspruch, der den ideellen Schadensersatzanspruch abdeckt und den normalen Schadensersatzanspruch. Und diese beiden Ansprüche haben eine unterschiedliche Konzeption und man muss sich dann jeweils überlegen, wenn man diesen Anspruch geltend machen möchte, welchen dieser beiden Ansprüche man sinnvollerweise in einem Prozess geltend macht gegen den Rechtsverletzer oder wie man ihn eben auch sinnvoll verteidigt. Da ist jetzt mal zunächst eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, denn dieser ideelle Schutz, der den Geldentschädigungsanspruch darstellt, ist gewohnheitsrechtlich entwickelt und er basiert auf dem Verfassungsrecht. Er ist nämlich grundgesetzlich abgesichert durch das Verfassungsrecht, durch die Grundrechte Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Absatz 1 Grundgesetz. Diese beiden Grundrechte bilden das Fundament für den Geldentschädigungsanspruch. Er ist insofern stark durch das Verfassungsrecht abgesichert. Das ist schon mal der erste Unterschied zu dem rein materiellen Schadensersatzanspruch. Der ist nämlich nur einfach gesetzlich abgebildet durch das Deliktsrecht 823 Absatz 2 in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Also man hat ein unterschiedliches Schutzlevel, einerseits das Verfassungsrecht, auf der anderen Seite das bürgerliche Recht. Was sollen die jeweils abbilden? Ja, der ideelle Anspruch, also der Geldentschädigungsanspruch, hat von seiner Zielsetzung her eine Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion. Das führt dazu, dass ein Geldentschädigungsanspruch im Ernstfall auch einmal viel, viel höher werden kann als ein normaler materieller Schadensersatzanspruch. Das kann man zum Beispiel schön sehen an dem Fall der Kohl-Protokolle, der ja jetzt nochmal seinen Weg bis zum BGH gefunden hat. Hier hatte das OLG Köln als Vorinstanz dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl einen doch sehr hohen Geldentschädigungsanspruch im Rahmen dieser berühmten Kohl-Protokolle zugesprochen, über die wir ja auch schon einmal berichtet hatten. Da gab es insgesamt immerhin 1 Million Euro Schadensersatz für den Helmut Kohl als Geldentschädigung. Genugtuung und Ausgleichsfunktion. Im Bereich des materiellen Schadensersatzanspruchs geht es normalerweise dahingehend eher um den Ausgleich der kommerziellen Aspekte des Persönlichkeitsrechts. Hier haben wir also einen anderen Gesichtspunkt, einen anderen Schwerpunkt. Ist auch ganz interessant, etwa bei Verletzungen von Persönlichkeitsrechten von Prominenten häufiger der Fall, wenn etwa Werbung illegal mit Prominenten gemacht wird und die nachher sagen können, naja, das verletzt mich aber in den kommerziellen Aspekten meines Persönlichkeitsrechts, denn ich hätte normalerweise für diese werbliche Nutzung eine Lizenzgebühr verlangt, die aber dann im Zweifelsfall normalerweise jedenfalls bei weitem nicht so hoch bemessen wird wie der Geldentschädigungsanspruch, also in dem ideellen Bereich. Also hier können wir sehen, auch die Höhe der Ansprüche ist sehr unterschiedlich. Beim Geldentschädigungsanspruch kann natürlich auch bei kleineren Rechtsverletzungen ein sehr viel geringerer Betrag zugesprochen werden. Diese 1 Million, die wir eben gerade erwähnt haben, ist also wirklich nur die obere Grenze. Bei kleineren Persönlichkeitsrechtsverletzungen ist der Anspruch natürlich auch erheblich unten drunter angesiedelt, eher so im Bereich von 10.000 Euro aufwärts. Bei den Prominenten, die eben normalerweise Sätze haben, wie Sportler, wie andere Prominente, die Werbung machen,
Da kommt es dann eben drauf an, ähnlich wie im Urheberrecht bei der Lizenzanalogie, was hätte denn der normalerweise für diese werbliche Nutzung ansonsten verlangt, und das muss dann da bezahlt werden. Ein weiterer Unterschied ist, der Geldentschädigungsanspruch im Gegensatz zum materiellen Schadensersatzanspruch hat eigentlich seinen Grund nur bei schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Also anders als der materielle, der auch bei einfachen, fahrlässig begangenen Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegeben sein kann, ist der Geldentschädigungsanspruch nur bei extremen Fällen, wo es also wirklich der Betroffene ganz erheblich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist. Zum Beispiel Kohl wurde das begründet, aber auch in den Kachelmann-Entscheidungen, die Berichterstattung von Axel Springer. Da haben die Gerichte gesagt, das sind doch gravierende Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht und da muss auch dann eine entsprechende Kompensation für den Betroffenen her. Also hier sehen wir, der Geldentschädigungsanspruch ideell betrachtet nur bei sehr schweren, gravierenden Verletzungen und der materielle Schadensersatzanspruch auch schon in einfacher gelagerten Fällen. Ein weiterer Unterschied. Ein ganz wichtiger Unterschied, den wir jetzt auch nochmal gesehen haben, hier gerade bei den Kohl-Protokollen vom BGH, jüngst entschieden, Vererblichkeit oder Nichtvererblichkeit. Ja, bei ideellen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, Kohl-Protokolle, Sie erinnern sich, die Witwe von Kohl wollte nach seinem Tod diesen Anspruch weiter verfolgen, hat sie auch gemacht. Der Gegner ist in Revision gegangen zum Bundesgerichtshof. Inzwischenzeitlich war ja der Kohl verstorben. Jetzt war die Frage, ist so ein Geldentschädigungsanspruch tatsächlich auch auf den Erben übertragbar, ja oder nein? Und da ist natürlich eine alte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nein, geht nicht. Der persönlichkeitsrechtsverletzende Charakter hier bei der Geldentschädigung, der geht unter mit dem Tod des Betroffenen. Das heißt, Helmut Kohl hätte diesen Anspruch noch gehabt, ja, ist ihm ja auch zugesprochen worden, aber seine Witwe, die Maike Kohl-Richter, kriegte das nicht mehr, denn er war höchstpersönlich, so sagt der BGH in ständiger Rechtsprechung, im Übrigen seit vielen, vielen langen Jahren. Beim materiellen Schadensersatzanspruch, hier wieder ein Unterschied der beiden Ansprüche untereinander, ist das anders. Das konnte man etwa an dem Fall Marlene Dietrich sehen, den der Bundesgerichtshof auch entschieden hat. Marlene Dietrich schon lange verstorben gewesen. Trotzdem haben die Erben einen materiell-rechtlichen Schadensersatzanspruch für die kommerziellen Verwertungshandlungen, die dort durchgeführt wurden, anbekommen. Also auch mal hier kann man sehen, die Vererblichkeit ist schon ein entscheidender Punkt, den man bei seinen Überlegungen hier mit einbeziehen sollte. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte bei den kommerziellen Aspekten des Persönlichkeitsrechts, also dem materiellen Schadensersatzanspruch. Hier können konkurrierende Grundrechte wie vor allen Dingen Presse- und Meinungsfreiheit und auch die Kunstfreiheit ein höheres Gewicht bekommen, weil er ja nur einfach gesetzlich aufgehängt ist, im Gegensatz zu dem anderen Anspruch. Das konnte man etwa ganz gut sehen in der Entscheidung Tina Turner, die ja jüngst wir auch kommentiert hatten, hier mit besonderen Aspekten natürlich in den Rechten am Recht am eigenen Bild. Aber hier konnte man sehen, dass die Kunstfreiheit durch die Produktion eines Musicals dann die Abwehransprüche von Tina Turner deutlich beschränken kann. Das heißt also, man sieht, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Kunstfreiheit dann als konkurrierende Grundrechte hier wieder ein stärkeres Gewicht gewinnen können und man das auch in seiner Überlegung mit einpreisen muss. Ja, das hier mal so unsere kleine Übersicht zu den Unterschieden zwischen materiellen und ideellen Schadensersatzansprüche im Persönlichkeitsrecht. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie sich natürlich wie immer gerne an uns wenden. Wir blenden Ihnen im Anschluss an dieses Video unsere Kontaktdaten dazu an.